Hallo Reptilienfreunde, bevor es losgeht mit dem Video, wollen wir uns nochmal bei den nunmehr schon 206 Abonnenten bedanken und fast 6000 Zuschauern. Vielleicht möchte ja noch einer der 6000 Zuschauer vielleicht doch nochmal diesen Kanal abonnieren. Ihr verpasst dann keine weiteren Folgen und ihr würdet uns auch ein bisschen weiterhelfen. Wir bedanken uns schon mal dafür und jetzt viel Spaß beim Video. Ciao! Hallo Reptilienfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven, hier ist Woody und hier ist mein Sohn Even. Hallo! Ja, und heute soll es um den Einbau der Belüftungsanlage gehen. Und wie ihr unschwer sehen könnt, habe ich da einen starken Partner an meiner Seite, die mir helfen, heute dieses Projekt zu beenden. Ja, und wie es dazu kam, denke ich mal, seht ihr hier oben in diesem kleinen Trailer. Ja, ein bisschen. Also da. Okay. Alter, das ist ja mal richtig explodiert. Die Kamera läuft. Ja, was ist da passiert? Da sieht man mal, billiges Werkzeug, nicht scharf der Bohrer. Ja, und da hat sich wahrscheinlich die Firma Würth gedacht, Junge, 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 der Bengel braucht vernünftiges Werkzeug und unterstützt mich heute bei diesem Projekt. Ja, ich habe hier von der Firma Würth Bohrer, Lochkreissägen, Lochbohrer bekommen, um die ganzen Lüftungen einzubauen. Was habe ich noch bekommen? Ich habe, um hinterher noch, vielleicht schaffen wir es heute noch, den Teich unten zu isolieren, habe ich eine PU-Schaumpistole bekommen, den passenden Schaum dazu, den Reiniger dazu. Ja, wie das alles kommt, man hat wahrscheinlich gesehen, dass ich in meinen Videos immer diese einmal Sachen verwende, ja, die gehen so, lala. Aber die Firma Würth hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, 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 hier muss mal richtiges Werkzeug ran. Mitbekommen habe ich natürlich auch noch den super coolen Katalog, weil ich ja nicht, ich bin nicht so der Online-Fan. Einmal durchgeblättert, alles gefunden. Wer die Firma noch nicht kennt, ich packe hier unten auf jeden Fall einen Link rein. Aber jetzt kommt das Schöne, das Ganze hat sich natürlich für mich gelohnt, aber soll sich für euch auch lohnen. Und die Firma Würth hat zwei super Sachen bereitgestellt. Ein kleiner Spoiler vielleicht, weil ich möchte das Ganze am Ende des Videos euch nochmal erzählen oder genau erzählen, was das ist. Ein kleiner Spoiler, hier ist etwas drin. Oh, holy moly, das ist mal richtig schwer. Und das Ganze wird an einen von euch verlost werden. Aber dazu kommen wir im Laufe des Videos. Jetzt fangen wir erstmal an. Und fangen mal an, ja, die Belüftung hier einzubauen. Los geht's! Ja, tschüss! Gut, ja, was will ich heute machen? Wie gesagt, das Ganze ist ein Grundkonzept. Also es ist kein hundertprozentig vorher völlig durchgerechnetes Terrarium. Das geht auch so gar nicht. Das entspricht oder das basiert auf der Beleuchtung. Hinterher wird das alles in einer ganz langen Einlaufphase getestet werden und jede Komponente wird dort gegebenenfalls verändert werden. Es wird die Beleuchtung verändert werden, wenn was ist. Es wird die Beregnungsanlage verändert werden. Oder auch, wie wir sie heute einbauen, die Belüftungsanlage. Was habe ich heute vor? Ich möchte heute eine Zwangsbelüftung einbauen. Wir gucken da gleich mal drauf, was ich damit meine. Und eine Zwangsbelüftung. Und da kommen auch immer wieder so ein paar Fragen nach, wie das mit der Belüftung aussieht. Ich schnappe mir mal kurz die Kamera. Ewi, danke. Ja, erstmal kurz einmal, was brauche ich heute? Ich habe mir hier ein paar PC-Lüfter besorgt, Leiseläufer, die laufen mit 12 Volt. Ich habe hier ein altes Netzteil, da kann ich noch ein bisschen die Spannung reduzieren, um vielleicht die Drehzahlen zu verändern, aber es läuft eigentlich so ganz gut. Ja, ich brauche ein paar Rohrbögen, ja, mein Würth-Werkzeug, ein bisschen altes Kabel, alles was ich so liegen hatte, ein bisschen was zum Löten. Ja, eine Heißklebepistole, ein paar Klemmen, ein bisschen Isolierband, alles was man so braucht, um so ein bisschen elektrisches Kram hinzukriegen. So, was habe ich hier vor? Wer sich erinnern kann, eigentlich war der Plan, meine ganzen Vorschaltgeräte der Lampen, diese Wärmeabfluss unten hier drunter unter meinen Teich zu montieren, um die Wärme zu nutzen. Hat bedingt durch die Leitungslängen nicht funktioniert. Jetzt wird der Teich unten isoliert mit dem Schaum, den ich von Würth bekommen habe, damit ich dort keinen großen Wärmeverlust habe.
Aber ich sag dir auch, ich hoffe, man sieht das, hier oben drauf ist mein Kabelkanal. Und in diesem Kabelkanal befinden sich ja sämtliche Vorschaltgeräte. Und ich habe jetzt nur mal in kurzer Betriebszeit dort oben gemessen. Da hat man schnucklige 30, vielleicht auch 35 Grad drin. Und diese Wärme möchte ich trotzdem nutzen. Also, was habe ich vor? Ich werde hier oben mit den Lochsägen, die ich von der Firma Würth zur Verfügung gestellt bekommen habe, werde ich hier eine schöne Öffnung einbauen. Und dann werde ich dort oben auf diesen Winkel einen PC-Lüfter montieren, der zwangsbelüftet quasi die warme Luft über diesen langen Kabelkanal von der Wand. Hier an der Seite ist offen, quasi die warme Luft über den Kanal hier durchzieht und in das Terrarium pustet. Das ist der erste Lüfter. Der zweite Lüfter, den kennt ihr. Hier, der Even mal die Kamera. Den zweiten Lüfter kennt ihr schon. Hier habe ich schon mal so ein bisschen angefangen. Eine ganz normale KG-Rohre, ein PC-Lüfter. Ich habe das Ganze hier auch nur mit dem Heißkleber, genau, danke Even, geklebt. Weil wenn ich das mit Würth-Kleber kleben würde, dann würde ich das nie wieder abbekommen. Aber gegebenenfalls dieser Lüfter ist mal kaputt und ich diese Rohre nicht austauschen will, habe ich das erstmal nur mit Heißkleber gemacht und hoffe, dass das Ganze hält. Wenn nicht, werde ich natürlich die Firma Würth nochmal anschreiben. So, dieser ganze Lüfter, das kennt ihr ja hinter diesem Mangrovenbaum. Schaut übrigens mal, kleiner Spoiler. Guckt euch mal die Struktur von dem Schaum und der Struktur von dem Korkast an. Wenn ich das farblich noch so hinkriege, dann wird das, glaube ich, genial aussehen. Aber das war nur ein kurzer Spoiler. Weiter geht's. Dieser Lüfter kommt hier oben drauf. Kabel werden verlegt. Oben wird alles verdrahtet. Und dann habe ich von hier oben quasi eine Zwangsbelüftung der warmen Luft. Dieser warmen Luft, die sich hier oben sammelt. Und die warme Luft wird hier unten runter gedrückt. Kann man sehen. Unten überhalb meines Bodengrundes wird es ausgepustet. Und dann sind immer die Fragen, wie funktioniert das mit dem Luftstrom? Man darf nicht vergessen, hier drunter, jetzt ist es natürlich alles mit Teichfolie zu, ist quasi die begehbare Höhle, die hinten über Lüftungsgitter auch offen ist. Also es kann ein schöner Luftstrom durch diese Höhle entstehen. Aber, wie gesagt, in der langen Einlaufphase, wo hier alles getestet wird, wenn ich dort feststelle, was noch dazu kommt, man darf hier nicht vergessen, ich habe diagonal, also hier vorne, eine ganz große Schiebetür und eine Schiebetür diagonal auf der anderen Seite. Und jeder, der Terrarien hat, weiß, dass zwischen den Scheiben ein recht großer Luftspalt ist. Und diese Diagonale von hier nach hier verhilft mir für Zuluft. Und sollte das alles nicht reichen, ist es ein leichtes, guckt mal hier oben, ist es ein leichtes mit vernünftigem Werkzeug durch diese HPL-Platten zu kommen. Ne, da kann ich Lüftungsschlitze einbauen oder auch Kreise. Und genauso hier unten. Ne, da ist es genauso eine Möglichkeit. Ich kann hier meine Lochsäge verwenden, durchbohren durch meine Platten, die ich mache. Und dann genauso wie jetzt auch mit einem KG-Rohr das Ganze fixieren. Vorne und innen ein Gitter. Also hier ist alles möglich. Ihr müsst das Ganze wie ein Basic-Modell, es wird erstmal gebaut und anschließend in der Erprobungsphase werden alle Komponenten dann richtig eingestellt, so lange, bis es vernünftig läuft. Jo, ich denke mal, genug gequasselt, genug gespoilert. Lasst uns mal ein paar Werkzeuge schnappen und los geht's.
So, was für ein Dreck. Ja, so sieht das Loch aus. Da musste ich einmal durch diese Holzplatte, einmal durch meinen Kabelkanal. Ja, so schaut's aus. Gucken wir mal, wie schön dreckig es hier oben aussieht. So. Hallo. Hallo. Ja, dann wollen wir hier mal so ein bisschen aufräumen, ein bisschen durchsaugen und dann gucken wir mal, ob wir es eingebaut bekommen. Ja, das war wirklich leicht. Kann man mal sehen. Ne? Das Leben ist einfach viel zu kurz für beschissenes Werkzeug. Ja, und das ging doch super. Danke nochmal an die Firma Würth. Hätte ich das gewusst, hätte ich das ganze Projekt mit dem Werkzeug gemacht. Guckt mal hier, da ist jetzt mein Rohr. Passt hier wunderbar rein. Da oben kommt jetzt gleich noch der Lüfter drauf. Gucken wir mal, wie es innen drin aussieht. So, ja, genau. Das wird hier so bleiben. Ich denke mal, ich werde es auch einfach in der Mitte nach hinten strömen lassen und das Ganze ein bisschen fixieren. Oh, ist der erste Ausströmer fertig. Und dann muss man nur noch hier diesen PC-Lüfter nehmen. Hier oben draufkleben. Ja, und das machen wir jetzt mal. Ja, der nächste Schritt nach diesen wunderbaren Löchern mit der schönen Säge. Poh, massives Kram. Ja, will ich hier einmal kurz den nächsten Lüfter hier aufkleben. Hier habe ich das Ganze schon einmal gemacht, hatte ich ja eben schon mal gezeigt. Ja, zu meiner Schande ist das natürlich keine Würth-Pistole, vielleicht noch mal ein kleiner Link nach Würth. Das ist ein No-Name-Produkt, aber es kommt Kleber raus, das ist gut. Ja, dann lasst uns einfach starten. Ich packe mir das genau in die richtige Richtung, wie ich es haben will. Und dann klebe ich das jetzt mal hier fest. Ja, so, haben wir die beiden Teile fertig. So sieht das jetzt aus. Nicht schön, aber effektiv. Ja, die sind jetzt hier oben drauf geklebt. Jetzt heißt es, hier erstmal ein paar Kabel verlöten. Hier und hier. Und dann schließen wir das oben mal zusammen und gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Schauen wir mal. Gut, jetzt habe ich alle meine ganzen Komponenten hier gelötet, ne, die ganzen Kabel, die ich brauche, Netzteil, ich habe eine Zeitschaltuhr, die beiden Ventilatoren. Ja, ich denke, ich gehe oben aufs Terrarium, stecke das Ganze zusammen, dann verdrahten wir das ein bisschen, Vago-Klemmen, Isolierband, alles am Start und dann machen wir mal einen Funktionstest. Bis gleich! Okay, jetzt habe ich alles verbunden. Hier hinten der linke Lüfter. Die Klemmen werden natürlich alle noch vernünftig isoliert. Hier ist im Moment alles nicht ganz angesteckt. Das wird alles wieder schön gemacht. Hat man ja schon mal in meinem ersten Video gesehen, dass das alles vernünftig aussieht. Hier kommt natürlich auch noch die Beregnungsanlage in die Schläuche rein. Ja, hier sind die Vago-Klemmen. Das wird auch alles isoliert. Aber wir wollen ja einfach mal schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Eingebaut wird das Ganze hinterher natürlich Zeitschaltuhr gesteuert. Na, im Moment nehmen wir einfach nur den Netzstecker, stecken den mal rein und gucken, was passiert. Aha. Klang haben wir schon mal.
So, wie man hier schön sehen kann, läuft da wunderbar hier oben der Lüfter. Der zieht hier oben auch schön. Kabel werden auch alle verlegt. Und hier unten pustet das Ganze raus. Ich weiß nicht, ob man es hören kann oder sehen kann. Gucken wir mal. Ja, man sieht da so ein bisschen die Blätter wackeln hier unten. Ja, da ist der eine Luftstrom und der andere Luftstrom. Billige Eigenwerbung. Nicht vergessen, gebt mir einfach mal ein Like und ein Abo würde auch sehr helfen, um den Kanal hier vielleicht den ein oder anderen mehr nochmal zur Verfügung zu stellen. Ja, wie ihr seht, hier gebastelt von meinem Sohnemann. Hier sieht man, die Luft wird schön reingepustet. Was ist der Sinn? Luft wird reingepustet. Hier oben die warme Luft wird hier drüben weiter angesaugt, geht runter, wird hier rausgepustet und wird, wie ich es gesagt habe, entweder durch die Scheiben oder unten durch die Höhle zurückgedrückt. Und wenn ich noch mehr Belüftungs-B- oder Entlüftungsschlitze, Gitter oder wie auch immer man das nennt, einbauen muss, dann werde ich das natürlich definitiv tun. Okay, funktioniert hat's. Und jetzt noch mal was ganz Wichtiges. Gut, das war auch schon der Einbau der Belüftungsanlage. Wie gesagt, sollte da noch was verändert werden müssen, kann ich das immer weitermachen. Jetzt habe ich das richtige Werkzeug. Ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Vernünftige Lochbohrer, vernünftige kleine Bohrer. Die kann ich natürlich hinterher auch noch weiter verwenden, wenn ich meine Beregnungsanlage einbaue. Ja, hierzu bin ich heute nicht gekommen, ne, nochmal den Teich unten zu isolieren. Das werde ich machen, wenn ich die Beregnungsanlage einbaue. Schönen Dank nochmal an die Firma Würth. Und jetzt, wie versprochen, ist es so, dass natürlich nicht nur die Firma Würth mich unterstützen möchte, sondern sie hat auch was für euch. Punkt 1, wer die Firma Würth kennt, weiß, dass man dort nur als Gewerbetreibender einkaufen kann. Was relativ schade ist für Privatmenschen. Aber genau da kommen wir zum Punkt 1. Die Firma Würth hat gesagt, wer hier dieses Video schaut, den Kanal abonniert und unten den Link, den ich hier unten unter dem Video verlinken werde, anklickt und Kontakt aufnimmt, hat die Möglichkeit, auch als Privatperson dort ein Konto zu eröffnen und hat somit die Möglichkeit, in jeder Würth-Zentrale, und die gibt es wahrscheinlich überall in jeder Filiale, sich das Werkzeug einzukaufen. Das finde ich schon mal absoluter Hammer. Ich wäre auch niemals daran gekommen, als Privatmensch dort einkaufen zu können. Also wie gesagt, wenn ihr da mal schauen wollt, und die haben wirklich für jedes handwerkliche Projekt, das muss nichts mit Terrarium zu tun haben, die haben wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe hier mal durchgeblättert. Hätte ich nie gedacht, dass die so viel in der Auswahl haben. Wie gesagt, die Möglichkeit jetzt als Privatmensch einfach unten anklicken, Kontakt aufnehmen, sagen, dass ihr ja, über diesen Terrariumbau zu Würth gestoßen seid, und dann habt ihr die Möglichkeit, dort auch einzukaufen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, jetzt kommt der absolute Hammer, da bin ich ganz schön traurig drüber. Ich darf natürlich bei dieser Verlosung nicht mitmachen. Hat sich die Firma Würth nicht lumpen lassen, und für die Handwerker unter euch, da wird das Herz aufgehen, hat hier was verpackt, was ich verlosen möchte. Wie funktioniert die Verlosung? Wie in der 100 Abonnenten Spezialgeschichte mit unseren selbst gebastelten Karten ist es heute ein bisschen anders. Selbstverständlich muss man Abonnent von diesem Kanal sein, das muss ich auch ersichtlich sehen. Und ihr könntet in den Kommentaren mal reinschreiben, was euch dazu bewegt, vielleicht doch mal mit vernünftigem Werkzeug zu arbeiten, was euch bewegt zur Firma Würth. Oder wenn ihr womöglich schon Kontakt mit der Firma Würth hattet, schreibt einfach was Nettes in die Kommentare. Ich warte vielleicht so ein, zwei Wochen, je nachdem, wie die Resonanz ist. Dann schmeißen wir das Ganze wieder wie beim letzten Mal in einen Hut. Und wir verlosen das, was hier drin ist. Und damit ich euch nicht länger auf die Folter spanne, schaut euch das an. Da blutet mein Handwerkerherz. Jeder kennt es. Ein hochwertigen Steckschlüsselsatz der Firma Würth. Ja, große Knarre, kleine Knarre. Alle Nüsse, Verlängerungen, was man sich so vorstellen kann, in bester Qualität. Ja, das Ganze geht dann auf die Reise an den Gewinner
wie gesagt, wie ich euch sagte, seid Abonnent von dem Kanal, schreibt, warum ihr zur Firma Würth finden wollt. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung, schreibt was Nettes, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu gewinnen. Und nachdem ich den Gewinner gezogen habe, geht das Ganze auf die Reise. Ja, denkt auch noch daran, unten der Link, ne, die Geschichte, der Privatmann hat jetzt die Möglichkeit, schreibt hin, ich komme über Svens Terrariumbau zu euch. Ich denke mal, das sind zwei großartige Geschenke. Ja, dann denke ich, haben wir das heute gut in den Griff bekommen. War auch relativ einfach mit gutem Werkzeug. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, was mit ziemlicher Sicherheit der Einbau der Beregnungsanlage sein wird. Wir sehen uns und viel Spaß bei der Verlosung.